Hallo und herzlich willkommen zur neunten Folge, ist es glaube ich, von How to Emergency. Ja, mit dabei ist natürlich Pascal. Wir sind wieder im Livestream. Hallo. Und wer ist denn da? Moin, Zwei moin. mittlerweile nicht mehr Staatsoberhäupter. Barack Obama und Angela Merkel. Mittlerweile sind wir zwei US-Präsidenten später und einen Bundeskanzler später. Ja gut, das Spiel ist ja auch ein bisschen älter und gut, das war gerade ein dezenter Terroranschlag In auf den einem Taxifahrer Regierungsflieger. wurde auf einen Helikopter, in dem sich der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika und die deutsche Bundeskanzlerin befunden haben, verübt. Der Helikopter ist abgestürzt. Es gibt zahlreiche Verletzte. Außerdem sind Brände ausgebrochen. Bringen Sie die Situation unter Kontrolle. Beschützen Sie unbedingt die beiden Staatsoberhäupter. Und finden Sie den Attentäter. Ich musste gerade noch irgendwie der Typ mit der Maske, ja. Ich weiß nicht, ob du da noch mal ganz kurz einen Screenshot editieren kannst hier. Das kann ich. Wie der geguckt hat, ja. Durch diese Maske. Solche Augen. Okay. Wir bleiben ernst. Das hier ist ein Tutorial. Ja, Wir was haben hier mir jetzt gerade Bäume, noch die als müssen wir erstes löschen. auffällt, Ja. oder was mir jetzt gerade als erstes auffällt, es gibt nicht nur den Task, fünf Patienten mit Notarzt behandeln, es gibt noch extra den Task, US-Präsidenten retten, versorgen und abtransportieren und Bundeskanzlerin retten, versorgen und abtransportieren. Das fällt dir jetzt erst auf? Was ich Neben mich den fünf Leuten, das frage, finde ich toll. wo ist der US-Präsident? Ja, der rockt. Ist das? Sicher? Das ist der. Ja. Scroll mal ran. Zoom mal ran. Weiß ich nicht. Geht's noch weiter? Das müsste der Barrack sein. Sieht irgendwie so. Na gut. Und die Ja, in dem okay. Er hat grünen keine Jackett, Brille das ist auf. die Kanzlerin. Das ist Die da klar, liegt. aber. Im grünen Jackett. Der sah ja auch so ein bisschen Ja, aus wir sagen, sind ja wie die schwarze Security. Anzugträger, ne? Ja, die Security. Stimmt, die Security haben alle Naja, komplett die Glatze. tragen auch Okay. alle schwarze Anzüge, wie der Barrack, also. The Barrack. Ja. Der Barrack. Oh Gott. Ja, Löschflugzeug So, können das wir. war. Lö doch, Also für die Löschflugzeug Jüngeren können wir unter euch, das war einsetzen. der Präsident vor dem verwirrten Typen da. Ne? Shots fired. Naja. Gegen den. Naja. Auch So. Semi-Autokraten, nenn ich's mal. Gut, Politik beiseite. Ist in Arbeit. Jetzt erstmal darum, hier ganz unpolitisch diese politischen Oberhäupter zu versorgen. Also ex-politischen Oberhäupter, mittlerweile ja nicht mehr. Aber das Also Spiel ist auch ich von bin 2016, ne? definitiv Und damals waren sie ja noch. für die zweite Option bei dem Straftäter, ne? Also das oder sehe ich da Weil, nicht. entweder festnehmen oder ja. Also das wäre, ich glaube in diesem Fall ist die Variante Pascal, also ausschalten, die bessere. Definitiv. So, Ja, ihr müsst 18 Brände, unterscheiden. 5 Opfer. Doch, wir müssen auch noch was mit Rettungsschere schneiden. Ach, das sind die beiden hier. Okay. Also Das bei, heißt, wir brauchen sogar Rüstwagen. verstanden. Wenn es um irgendwelche Typen Verstanden. geht, die Straftäter sind, dann gibt es zwei Varianten. Einmal die Variante Tobi, die nennt sich Ist in festnehmen, und einmal Arbeit. die Variante Pascal, die nennt sich umnieten. Ne? Ich glaube, in dem Fall ist die Variante Jawohl. Pascal wahrscheinlich die bessere. Wird erledigt. So, es wird jetzt ein Riesenchaos geben. Ja. Und darin gilt wie immer, Überblick behalten. Ne? Also erstmal, die aktuelle Einsatzsituation ist relativ klar und überschaulich. Und mit die brennenden Bäume in diesem Stadtpark Gedöns. Genau, die Wir würde ich haben nämlich mit dem die. Löschflugzeug löschen. Deshalb habe ich das hier Ja. beim Haku hingestellt. Wichtig ist da, das Auto, das sie alarmiert. Das alarmiert nämlich nicht das Löschflugzeug, ihr alarmiert das Auto. Das könnt ihr einfach hier beim Haku hinstellen. Das muss nicht irgendwo hinfahren. Ich meine, man kann das hierher Über das fahren. Auto könnte er das Fu Flugzeug alarmieren. Genau. Und damit würde ich sozusagen diese Brände hier, würde ich die unter Kontrolle bringen. Und da muss halt aufpassen, dass sie nicht irgendwie die erwischt. Weil das Löschflugzeug macht auch Schaden. Alternativ könnte man mit der zweiten Fuhre sich hier um kümmern. Des Weiteren haben wir dann die Das Cinema, Autos, das die brennt. brennen. Das brennt. Ja. Das große Gebäude, das ist wichtig. Die Wir haben Autos brennen und der fünf Opfer. Helikopter, da haben wir fünf, ja, fünf Opfer. Fünf Opfer Da sind die beiden plus zwei Staatsoberhäupter rausschneiden. und drei Securities und das sind brennende Plus die Autos in der beiden Reiche drin, ja. rausschneiden. Das heißt, wir haben sieben Verletzte. Sehe ich das richtig? Ja. Weil Sieben Verletzte, davon zwei genau. rausschneiden, brennender Stadtwald und brennendes Cinema mit Umgebung, So, die auch brennt. außerdem alarmieren wir hier auf dem Parkplatz die SEK-Drohne. Das ist das da. Ist Um auch nur den das Fahrzeug. Straftäter Und über zu das finden. Fahrzeug kann man dann die SEK-Drohne losschicken, halt eben. Genau. Das Löschflugzeug und SEK-Drohnenfahrzeug, die sind immer ganz sinnvoll, wenn die direkt im Hauptquartier positioniert, weil somit spart man sich welche Anfahrtswege auf dem Verstanden. Fahrzeug.
So, dann kann er eben einfach daneben parken und dann kannst du direkt einfach schon sofort das Flugzeug alarmieren. Anstelle von, dass das Fahrzeug erst zu einer Stelle fährt und dann das Flugzeug alarmiert wird. Aber Da spart sehen man tue ich sehr den viel wertvolle Straftäter noch Zeit. nicht, ne? Nee, okay. Nö, nö. Ich glaube, es wäre Okay. erstmal sinnvoller, sich um den Einsatz zu kümmern und danach um die Straftäter, weil sonst hat man, glaube ich, ein bisschen zu viel um die Ohren. Wir dürfen ihn zwar natürlich auch nicht zu lange sein lassen, wenn ihr dann am Aufräumen seid, mit nur noch Patienten abschleppen und so fort, dann solltet ihr schon euch auch um die Straftäter kümmern, weil ansonsten bricht der Einsatz natürlich früher oder später auch ab, wenn ihr den oder die Straftäter nicht gefunden habt. Ach, Rechtsklick, ne? Deswegen. Ja. Deswegen. Aber solltet ihr dann noch nicht ganz so gut euch fühlen mit, dann macht das mal eins nach dem anderen. Und also ich glaube, ich habe den Einsatz bisher auch immer so gelöst, dass ich erst mich hier um drum gekümmert habe und wenn ich dann hier weitestgehend fertig war, dass ich mich dann halt eben um die Straftäter gekümmert habe. Hat hier gerade was gefunden? Habe ich das richtig gehört? Ja, da oben auf der Map ist. Die ist doch da oben auf der Map. Geh auf die Map zurück, da hast du doch da oben. Ach, Da da, oben ist okay. die. Nee, ich hab nur auf das Ding da geachtet. Das ist das Löschflugzeug. Okay. Oder halt eben, wenn ihr euch dazu bereit fühlt, wie es Tobi jetzt gerade macht, dann könnt ihr natürlich auch die Straftäter gleichzeitig Ach, hier. festnehmen. Ach so. Das ist immer die gleiche Position. Also wenn ihr es wiederholt macht, der ist hier. Der eine. Ich glaube, es sind nur zwei. Are you sure? Es sinkt einem Schwur. Oh Gott. Kein Problem. Ja. Die müssen weiter weg. Achtung, der Attentäter Ich flieht. blockiere nämlich jetzt Halten schon Sie ihn alles. auf, bevor er aus dem Einsatzgebiet entkommen kann. Bin bereit. Wir können die verletzte Bundeskanzlerin erst versorgen, wenn wir sie von dem Trümmerteil befreien. Verstanden. Ist in Jawohl, ein Arbeit. Feuerwehrmann kann das Trümmerteil wegziehen. Ah, okay, also das ist zum Beispiel ein Trümmerteil, das der Feuer die Feuerwehr wegziehen kann. Ja, das ist aber nur so ein kleines Flügelteil, was da auf den Beinen liegt. Ha, ich überlege gerade, nee, ich niete den nicht um, weil ich brauche die Kapazität in den Rettungsdienst hier. So, doch die Variante Tobi. Verstanden. Oh Gott. Das de eskaliert dezent hier. Und nur ganz dezent. Okay, So, währenddessen das Löschflugzeug tankt auf. ich hole mir das Ding trotzdem mal hierher, damit ich mir den Fortschritt anschauen kann. Ja, dass man sieht, wie weit das Flugzeug aufgetankt ist, weil das nach jedem Abwurf des Wassers muss halt erstmal dauert es mal eine Weile, bis das Wasser wieder aufgetankt ist. Dass das Fahrzeug halt eben, also das Flugzeug halt eben nicht inflationär benutzen könnt, sondern jedes Mal warten müsst. Also wie so eine Art Cooldown. So. Ich brauche definitiv Kettensägen hier. Ich will nicht den ganzen Park anbrennen lassen. Das wäre sehr unschön. Nee. Alles klar. Sofort. Da. 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 Der. So. Damit haben wir schon mal etwas. Und hier Flügelteil wegräumen. So, ihr beide nehmt euch einfach mal Spritzen und macht das da. Du nimmst hier schon mal eine Schere. So. Das ist da. Sehr schön. Der Balken geht übrigens der runter. Der runter? Gott. Was gibt's? Zu Befehl. Okay. Drauf da. Was gibt's? Ist in Arbeit. Bin dabei. Festnehmen. Und der Drohne sagen wir. Okay. Ich fliege automatisch weiter. Drohne hat Wenn Befehl. die Person festgenommen ist, fliegt die automatisch weiter. Verstanden. So, okay, wird festgenommen. Sehr gut.
Okay, das ist schon echt ordentlich vom Niveau. Guck mal da her. Oben, der Brand. Oben. Hier meinst du? Ja, da sieht es gerade. Na, da hast du schon ein bisschen abgesägt, aber trotzdem. Das breitet sich da mal weiter aus. Da oben. Ach, echt? Und ja, den hier. Okay, so. Und du löscht das da. Da ist ja immer noch jemand drin, wohlgemerkt. Ja. Du nimmst dir schon mal eine Rettungsschere. So, und ihr nehmt einfach sowas. Obwohl, nee, ihr nehmt auch Kettensägen. Und säbelt einmal bitte hier und da das Zeug um. Okay, hier ist Zig dann mit der Ausbreitung. Okay. Sehr gut. Hier wird aufgeschnitten. Das heißt, sofort wieder einsetzen, wenn die Meldung kommt. Ich würde das hier platzieren. Damit also in der Regel würde man da auf jeden Fall nicht in einem Löschflugzeug arbeiten. In so Hauserschlucht sind wirklich eher in Wäldern oder so, bei großflächigen Bränden, nicht bei so Gebäuden. In der Regel würde es gerne springen, weil es einfach viel zu verwinkelt wäre. Im Spiel macht es keinen Unterschied, wo du das Wasser hinwirfst. So, warte, wurde. So, der wurde festgenommen. So, hat die Drohne jetzt noch was gefunden? Hm. Kann auf jeden Fall landen. Bin bereit. Die Drohne scheint. Liegt die Drohne überhaupt noch? Nee. Ich hab's zurückgeschickt und wieder hingeschickt. Kann sein, dass sie da halt nicht. Ich glaube, das Ding, das wieder hochschicken, hat es nicht akzeptiert. Okay. Gut. So. Patienten sind soweit versorgt. Außer die jetzt hier gerade rausgeschnitten wurde. Da ist der aber bestimmt schon auf dem Weg. Gut, dann kann der auch einfach weitergehen hier. Der hier hat die Bundeskanzlerin befreit. Das TLF kann man hier rüberfahren. Das ist eine gute Idee, wie ich finde. Ihr könnt ja Leute retten halt, ne? So. Das Flugzeug war gerade auf dem Weg. Stress. Absäbel. Auch wenn jetzt zuletzt teilweise Einsätze hatten, die jetzt nicht so stressig waren, der Einsatz ist wirklich schon purer Stress. So. Okay, gut. Du kannst dir Schlauch nehmen. Ihr nehmt euch Schläuche. Gut, jetzt ist das nämlich hier abgegrenzt. Jetzt kann sich das hier nicht weiter ausbreiten. So, hier sind die auch schon fleißig am Säbeln. Dass das hier nicht weitergeht. So, okay. Genau, der schneidet das jetzt auf. Das ist sehr gut. Hier werden schon die Verletzten versorgt. Du fährst einfach mal bitte dahin. Du kannst hier gerne weiterlöschen. Ansonsten, wo haben wir Kräfte rumstehen? Da würde ich das Feuer-Dings-Flugzeug. Nochmal drauf jagen. Da holen wir den hin. Den holen wir. Ja, wobei. Oh lol. Du nimmst dir doch nochmal eine Kettensäge. Obwohl, nee, du kannst es machen. So, okay. Schlauch.
Und du kannst dann hier einfach mal mit anfangen. Ist in Arbeit. Wir brennen jetzt auch alles. Nett. So, kühlen. Löschen. Löschen. Okay, so. Den Backjohn hier im Überblick zu behalten, ist eine Disziplin. Rüstwagen hole ich hier rüber. Die parke ich weiter ran. Ist das ein Anzeichen für jetzt wirklich löschen? Okay, du kannst das da löschen, du fährst dahin, du fährst dahin. Weil es gibt auch eine Zahl von Bränden, die nicht überschritten werden darf, damit Ende. Sonst ist Ende Gelände. Also keine Ahnung, vielleicht ist es hier bei dem Einsatz, wir haben es aktuell 66 Brände, also welche, die gebrannt haben mal. Vielleicht ist hier 70 die Grenze oder sowas. Kann nee, das nicht, also wenn, dann wäre es 100 oder so. Glaube ich. Ja, dann geht doch nicht so nah ran. Na, nicht mehr. Das war das Wasser gerade. Genau. So. Du darfst gerne weiterlöschen hier. Ihr fahrt einfach mal hier näher ran. Die ganzen Notärzte, die können sich einfach mal hier hinstellen. So eine Kontrolle ist der Brand noch nicht, weil wir haben noch eine Brandausbreitung, sind bei 67 Bränden. Was gibt's? Ja, jawohl. Der kann mal zurückfahren. So. Okay. Ich schicke die Drohne nochmal los. Ja. So, okay, hier auf der Seite, die Seite jawohl. Ist jetzt clear hier. Erwarte Befehle. Wird erledigt. Das ist definitiv ein Fortschritt. So. Ihr geht mal bitte mit dahin. Einsteigen. Damit die aus dem Weg sind. Schläuche nehmen. Ach, hier die Bänke, die haben sich ausgebreitet. Wir sind aber jetzt bei 68. Aber gut, so viele sind es jetzt auch nicht mehr, so viele Brände. Noch 14. Man soll sich einen suchen. Oder ein TLF. Oder keinen findet. Oder ein TLF nehmen, ja. So einfach ist das. So, okay, die Bank hat auch noch angefangen zu brennen. Achtung, die Wucht des Löschwassers verletzt Personen, die sich zu nah an der Abbruchstelle befinden. Okay. Eine Einsatzkraft wird angegriffen. Du komm, guckst mal da. So, okay. Sehr gut. Wo habe ich denn hier meinen zweiten Abschleppwagen? Sind die hier durch? Ja. Ja. Also, brennen unter Kontrolle. Zumindest schon mal der halbe Einsatz gelaufen, kann man sagen. Verstanden. Ja, und behandelt sind auch alle. Also, ey, auch schon wäre fast der ganze Einsatz gelaufen. Nur aufs Auto abschleppen, das eine. Dann die Patienten noch wegschaffen. Und im Helikopter kümmert sich jemand anders damit abschleppen. Das kriegt man nicht hin. Kein Problem. Alles klar. So. Okay. Erwarte Befehle. Die können einfach sich mal hiermit sammeln. Ja, genau. Guck mal, das ist doch der letzte Brand hier, ne? Ja. Oh. Was gibt's? Gut, dann können wir einsammeln, ne? Und auf Abtransport warten. Was gibt's? Erwarte Befehle. Ist nur der letzte Patient, oder? Ja, ja. Ja. Und halt, dass der da ankommt. Wobei ich mich frage... Ach so, okay, das ist jetzt abgeschlossen. Ich habe mich gerade noch gefragt, wo der was mit dem Präsidenten ist. Hm.
Freut mich zu hören. Da brauchen wir es jetzt nicht mehr. Ja. So, den können wir nochmal einsammeln hier. Aber wie gesagt, das ist nicht Priorität. Priorität ist, dass der jetzt hier noch rumkommt. Wobei wir da auch nicht mehr viel machen können. Das Griff einsammeln ist jetzt nicht das Wichtigste. Nur die Länge hier. Hier erstmal geresettet. Bin bereit. Kein Problem. Höre. Ja. Die ganzen Kettensegler. Zu Befehl. Sofort. Ja. Wird erledigt. Ja. Dann warten wir noch darauf, dass der Helikopter losgeht. Da. Ja, ja, bin dabei. Höre. Kann abfahren. Hör, wird Schlauch drüber gefahren. Passiert. Cool. Wird gemacht. Kann einsteigen. Und da haben wir's. Ging nach Goldmedaille. Wow. Nice. Die Goldmedaille, da ist sie. Also trotz der Brände, ne? Trotz der Brände. Ja, du hast die Schwelle für einwandfreie Leistung. Einwandfreie Leistung. Also, du warst sogar 50.000 darüber, über der Schwelle für Gold, für die Goldmedaille. Definitiv. Deleted User 48. Moin. 136. Dreifache geschafft. 136. Also der Deleted User hat mal wieder das Dreifache geschafft an Punkten. Ne? Also 158, das ist schon eine sehr gute, stabile Leistung, würde ich schon sagen. Ja. Das habe ich ganz gut hinbekommen. Auch wenn ich dachte, es war ein paar Mal nicht ganz so. Naja, was hätte man besser machen können? Wo ich ein bisschen vergessen habe, die Abschleppautos, die waren am Anfang ein bisschen im Weg, weshalb die beiden TLFs nicht wirklich am Anfang was gemacht haben. Also die halt weiter wegstellen, auf jeden Fall. Dann den Straftäter eventuell schneller festnehmen, wobei das jetzt nicht so von Relevanz war. Das war eigentlich ganz gut. Also alles, was mit Polizei zu tun hat, hat eigentlich ganz gut geklappt. Ansonsten die Brandbekämpfung, ja, okay, das war halt eine ganz große Brandausbreitung, aber das ist halt vor allem, wenn du sehr, sehr viele kleine Objekte hast, das ist dann halt immer ein bisschen schwierig, die da alle unter Kontrolle zu halten. Da kann man halt so Brandschneisen schlagen. Ich meine, damit habe ich das ja auch eingedämmt, dass sich das nicht noch weiter ausgebreitet hat da. Aber ja, muss jeder gucken, wie er es machen will. Ich glaube, die Ausbreitung nach hier unten, ich glaube, hätte man da noch mehr Kräfte von Anfang an hingetan, da unten, da ja, die Brenne, ja, dann wäre hier wahrscheinlich die Ausbreitung. Genau, da habe ich dann halt auch die DLKs vergessen, die mitzunehmen. Da hätte man noch den historischen Rüstwagen mitnehmen können. Dann hätte man hier auch kleine Kräfte gehabt. Die Leute aus den DLKs, die hätten sich mit bei den Rüstwagen ausrüsten können, da hätten sie halt ein Stück laufen müssen. Ja. War gut. Aber ansonsten würde ich sagen, war das eigentlich gar nicht so schlecht, ne? Also, ja. In den Top 200 ist nicht so schlecht. Top 150. Mann. Jo. Na dann wünsche ich aber noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal, ne? Tschüss. Tschüss.